Ja, das Grundprinzip, wie jetzt so eine Unterstützungskasse, die für mich ein betriebswirtschaftliches Instrument ist, aber im Kern natürlich betriebliche Altersvorsorge, möchte ich Ihnen mal darstellen am Beispiel eines arbeitgeberfinanzierten Versorgungswerks. Arbeitgeberfinanziertes Versorgungswerk ist nicht das, was ich Ihnen heute nahe bringen möchte. Ich möchte an der Folie, und wir können es danach in Teilen schon wieder vergessen, nur die Funktion kurz erklären. Wenn Sie mal so eine typische Versicherung anschauen und Sie zahlen in der Versicherung 1.000 Euro ein, dann fließen Ihnen erstmal 1.000 Euro ab, Liquidität. Sie haben das Glück, das Ganze ist Betriebsausgabe und Sie bekommen 300 Euro vom Finanzamt zurück. Am Ende des Tages fehlen Ihnen minus 700, fehlen Ihnen 700 Euro, wenn Sie das so gemacht haben für Ihren Mitarbeiter. Wenn Sie es mit der Innenfinanzierungslösung, mit der Unternehmenskasse machen, produzieren Sie hier auch einen Aufwand, aber nur einen buchtechnischen Aufwand. Der führt auch dazu, dass Sie 300 Euro vom Finanzamt zurückbekommen, aber Sie haben natürlich den Liquiditätsabfluss vermieden. Das heißt, am Ende des Tages haben Sie eine Mehrliquidität von 300 Euro. Mehrliquidität rein aus der Steuerzahlung, die Sie vorher nicht gehabt haben. Klar, arbeitgeberfinanziert, Sie haben zum Schluss auch eine Verbindlichkeit, aber erstmal haben Sie Liquidität geschöpft. Und wenn Sie die beiden jetzt vergleichen, beim einen fehlt Ihnen 700 Euro Liquidität und beim anderen haben Sie eine Mehrliquidität von plus 300, dann ist das im Vergleich zur Versicherungslösung eine Mehrliquidität von 1.000 Euro. Einfach, weil ich was nicht abfließen lasse, sondern im Haushalt, im Haus behalte, das Steuerrecht, der § 4d Einkommensteuergesetz, mir aber die Betriebsausgabe erlaubt, diese jedoch nur buchtechnisch erfolgt, habe ich den Steuereffekt. So, ich habe gesagt, arbeitgeberfinanziert wollen wir heute nicht machen, arbeitgeberfinanziert wollen wir heute nicht betreiben, weil arbeitgeberfinanziert war früher Standard. Wir haben es zwischenzeitlich wieder häufig, also wir haben sehr viele Anfragen nach arbeitgeberfinanziert, vor allem da, wo Arbeitsplätze und Arbeitskräfte knapp sind. Aber wir haben im Ganzen ja immer mehr einen Wandel zu arbeitnehmerfinanzierten Systemen. Das heißt, BAV ist heute zum großen Teil arbeitnehmerfinanziert und nicht mehr arbeitgeberfinanziert. Und solche arbeitnehmerfinanzierten Systeme sind eigentlich der Schlüssel zur betriebswirtschaftlichen Gestaltung und für uns noch wesentlich interessanter, und das ist das, was ich Ihnen heute zeigen möchte, weil dadurch im Unternehmen noch mehr Liquidität bleibt. Da brauche ich gar nicht den Steuervorteil obendrauf, klar, es kommt auch ein Steuervorteil hier obendrauf, aber es ist erstmal so, wenn ein Mitarbeiter auf 100 Euro verzichtet, habe ich erstmal 100 Euro mehr in meiner Kasse. Ich habe nicht bloß 100 Euro, ich habe sogar nur 20 Euro Arbeitgeberanteil Sozialversicherung, ich habe 120 Euro jetzt in meiner Kasse. Und das ist natürlich ein Weg und eine Möglichkeit zu einer relativ hohen Liquidität und zu einem relativ hohen Liquiditätszufluss. Wenn Sie es einmal unternehmerisch betrachten, wie funktioniert das Ganze? Der Mitarbeiter sagt ja nicht einfach, naja, ich verzichte mal auf 100 Euro und irgendwas wird schon passieren damit, sondern der Mitarbeiter will eine klare Vereinbarung mit Ihnen. Und die klare Vereinbarung ist einfach so, der Mitarbeiter sagt, ich verzichte auf 100 Euro und ich möchte später haben, wenn ich in Rente gehe, also mit 65 oder 67 Jahren, dann sagen Sie, okay Mitarbeiter, du kriegst deine 100 Euro später und dafür, dass du das so später kriegst, bekommst du von mir noch einen Zins obendrauf, sagen wir mal 2%, 2,25, 2,5, 2,75%, was Sie eben festlegen. Das heißt, Sie sagen dem Mitarbeiter, pass auf, das Geld, das zahle ich dir nicht jetzt aus, sondern die 100 Euro nehme ich und ich gebe es dir einfach in 20, 30, 40 Jahren zurück, plus 2 oder 2,5%, je nachdem, was Sie dem Mitarbeiter zusagen wollen. Und dann sind wir bei einem Punkt, was haben wir dann? Dann haben wir wirtschaftlich, und das ist das Interessante und das ist das, was viele Unternehmer derzeit nutzen und im ganz starken Maße nutzen, wir haben vom Mitarbeiter ein langfristiges Darlehen. Wir haben jetzt die 100 Euro für eine relativ lange Laufzeit, für die nächsten 20, 30, 40 Jahre, je nachdem wie alt der Mitarbeiter ist, erhalten. Wir haben es nicht bloß relativ lang, wir haben es auch relativ zinsgünstig erhalten, nämlich zu irgendwo 2,5, 2,25, 2,75%, die Sie festgelegt haben, was Sie als angemessen und fair finden. Also im Prinzip, wenn Sie so einen Mitarbeiter, ich verzinse das Ganze mit 0,5% oder 1%, dann kommt schon deutlich mehr raus als bei der Versicherung, weil Sie verzinsen 100% mit 0,5 oder 1% und die Versicherung
die verzinst irgendwo 70% oder ein bisschen weniger mit 1,75%. Die Schwierigkeit ist bloß das, der Mitarbeiter versteht nicht, dass 1% auf 100% mehr ist als 1,75% auf 70%. Drum müssen Sie aus meiner Sicht immer mit der Versicherung messen und sollten so als Niederstes mit 2% hingehen. Führt dann natürlich dazu, dass der Mitarbeiter zum Schluss fast die doppelte Ablaufleistung hat, wie bei der Versicherung. Weil bei 2% auf 100% einfach deutlich mehr rauskommt. Also es ist ein extrem langfristiges Darlehen und es ist ein extrem zinsgünstiges Darlehen. Und es ist vor allem auch ein absolut sicherheitenfreies Darlehen, was Sie für einen Mitarbeiter haben. Und das ist hier das absolut Interessante und damit ist auch ein Weg geöffnet zu Kredite ohne Banken und Basel II. Wenn Sie im ersten Schritt nur hergehen und tilgen damit Ihren Kontokorrentkredit, dann haben Sie im Prinzip Opportunitätszinsen von 8, 9 oder 10% erwirtschaftet mit dem Zinsaufwand von 2, 2,5% gegenüber. Also unwahrscheinlich interessanter betriebswirtschaftlicher Effekt. Und es ist noch das Thema Kreditunabhängigkeit, bankenunabhängig damit erschlagen oder ermöglicht, sondern es ist auch ein sehr einfacher Weg zur Mitarbeiterbindung, ein sehr effektiver Weg. Und warum? Weil einfach, wenn Sie wirklich 100% verzinsen, mit einem zugegeben natürlich nicht allzu opulenten Zins, dann ergibt sich einfach die Laufzeit für den Mitarbeiter die doppelte Leistung. Und wenn ich dann einen Schritt weiter gehe und sage, was mehr als 90% unserer Unternehmen machen, die sagen, lieber Mitarbeiter, auf das, was du gemacht hast und auf das, was ich dir da mit 2 oder 2,5% verzins, gebe ich dir noch einen Arbeitgeberzuschuss obendrauf, dann erhöhen sie das Ganze nochmal für den Mitarbeiter, machen für den Mitarbeiter noch interessanter. Für sie finanziert sie das zu einem großen Teil aus den Steuervorteilen. Wenn ein Mitarbeiter innerhalb von 5 Jahren geht, nimmt er nur das mit, was er selbst angespart hat. Das, was Sie in den ersten 5 Jahren angespart haben, bleibt bei Ihnen. Wenn er erst nach 6 Jahren geht, okay, dann ist das Ganze unverfallbar, dann hat er sich Ansprüche erworben. Aber nur der, der wirklich länger als 5 Jahre nach der Zusage bleibt. Und das ist das, was betriebswirtschaftlich absolut interessant ist. Und dann haben wir im Prinzip mit einem günstigen, langfristigen und sicherheitenfreien Darlehen, was Sie als Chance haben dann für Arbitragemöglichkeiten. Das heißt, Sie können das klar im eigenen Unternehmen nutzen, Sie sollen aber natürlich auch irgendwo hergehen und eine Anlage betreiben. Der Unterschied zur Anlage ist nur der, die Anlage, die betreiben Sie, wie Sie es für richtig halten, was Sie für sinnvoll halten, in welchen Währungen, in welchem Land auch immer, in Edelmetallen, in Rohstoffen, in was auch immer hier sinnvoll oder als nachhaltig und als beständig erkannt wird, um möglichst eine Rendite von mehr als 2 oder 2,5% bringt. Und das Interessante ist, auch wenn Sie das anlegen, auch wenn Sie es voll zu 100% anlegen, an das Geld kommen Sie ja wieder ran. Das Geld ist ja fungibel. Vielleicht nicht jede Anlage, vielleicht haben Sie auch eine Photovoltaikanlage gekauft oder sicher irgendeinen Fonds, der 5-jährige Laufzeit hat. Dann können Sie vielleicht auch erst nach 5 Jahren zurückholen. Vielleicht können Sie auch vorher verkaufen. Aber wenn Sie Gold haben, wenn Sie Edelmetalle haben, wenn Sie Rohstoffe haben, wenn Sie Währungen haben, egal wo Sie investiert sind, an das Geld kommen Sie in der Regel ran. Und das ist natürlich schon eine ganz interessante Möglichkeit, die hier möglich ist. Wir können uns aber nicht nur den Arbeitgeber anschauen, sondern müssen auch einen Blick auf den Arbeitnehmer werfen. Und wie schaut es beim Arbeitnehmer aus? Beim Arbeitnehmer haben wir im Prinzip so etwas wie ein Sparbuch. Wirtschaftlich gesehen so etwas wie ein Sparbuch, auch so einfach berechenbar und kalkulierbar wie ein Sparbuch. Mitarbeiter wandelt 100 Euro um, dann sind auf dem Sparbuch 100 Euro drauf. Wenn ein Jahr vergangen ist und Sie haben 2,5% zugesagt, sind auf dem Sparbuch einfach 102,50 Euro drauf. Vergeht nochmal ein Jahr, sind auf dem Sparbuch 105 Euro drauf, hat in der Zwischenzeit schon nochmal 100 Euro umgewandelt, sind halt 205 Euro drauf oder da vielleicht nochmal Zinsen 207,50 Euro. Also ganz einfach für den Mitarbeiter berechenbar und kalkulierbar. Der Mitarbeiter hat nicht nur die Verzinsung vom ersten Euro, er hat tendenziell auch einen höheren Zins, nämlich die 2, 2,5%, die Sie ihm zusagen. Er hat auch die Garantie auf seine Umwandlung und den Zins und das ist nicht nur Garantie von Ihnen, vor allem das ist Kraftgesetzes vom Pensionssicherungsverein geschützt, vom Pensionssicherungsverein gedeckt.
selbst wenn das Unternehmen in die Insolvenz gehen würde, der Mitarbeiter kann nie was verlieren. Schutz durch den Pensionssicherungsverein per Gesetz und rückverbürgt durch die Bundesrepublik Deutschland. Da haben wir derzeit mehr als 12 Millionen Versorgungen gesichert auf diese Art und Weise. Für Mitarbeiter ist auch deshalb interessant, weil in der Regel der Arbeitgeber das noch fördert durch eine zweite Zusage, abhängig von dem, was der Mitarbeiter macht. Vielleicht nach verschiedenen Personengruppen, Führungskräfte so und so viel Prozent, normale Arbeitnehmer so und so viel Prozent, Geschäftsführer noch einen anderen Prozentsatz. Das ist das Ganze aus Arbeitnehmersicht und wie gesagt der Schutz durch den Pensionssicherungsverein, durch hohe Anzahl von Unternehmen und auch Anwärtern. Ja, die Möglichkeit, wie man das Geld anlegt. Ich habe hier nur x Prozent in eine Anlage, x Prozent zur freien Darlehensnutzung. Im Prinzip reicht es leicht zur Ausfinanzierung, wenn man 50 Prozent anlegt. Vielleicht am ersten Jahr anders oder andere Verhältnisse. Halb-halb zur Konkurrenttilgung, die andere Hälfte in die Anlage. Das kann man individuell gestalten, wie man es für sinnvoll und richtig hält. Es ist auf jeden Fall für beides eine ganz andere Basis, eine ganz andere Möglichkeit als die klassische Papiergeldinvestition, als die klassische Investition in Staatspapiere, wie wir es bei der Versicherung haben. Und es war, glaube ich, im April oder März im Handelsblatt einen großen Artikel gelesen, da hat sich Versicherung feiern lassen, weil sie 8% in Immobilien investiert ist und zu 8% in Aktien. Und nur mit den restlichen 84% praktisch in Staatspapieren, wie es für die Versicherung Pflicht ist. Also ich will ja der Versicherung nicht verurteilen, die werden ja dazu gedrängt und getrieben. Also das, vielleicht macht es auch keine freiwillig, das ist halt einmal so festgelegt. Und an der Situation möchte ich Ihnen das mal einfach das erklären, ganz deutlich, ganz plastisch aus meiner Sicht, das Win-Win für Arbeitgeber und Arbeitnehmer. Wenn der Arbeitgeber eine Versicherung 100 Euro einzahlt, passiert eins, es fließt 0 an ihn zurück. Das Ganze ist unwiederbringlich, unrückholbar, nicht beleihbar, nicht stornierbar, nicht kündbar. Das Geld ist endgültig bei der Versicherung. Das ist als Arbeitgeber zumindest nicht besonders attraktiv, vor allem wenn ich betrachte, er haftet auch noch ein Stück dafür. Der Arbeitnehmer soll hier mal bekommen, sage ich mal, 200 Euro Rente oder 200 Euro aus der ganzen Geschichte, was jetzt hier mal einfach unterstellt, auch nicht viel ist. Wenn ich es vergleiche mit der firmeneigenen Unternehmenskasse oder manche sagen auch arbeitnehmerfinanzierte Hausbank, dann zahlt der Arbeitgeber auch hier 100 Euro ein. Er bekommt aber die 100 Euro zurück bzw. lässt es gar nicht abfließen und über die 100 Euro hinaus weitere Steuervorteile. Also haben wir hier die beiden Dinge verglichen, eine wesentlich bessere Situation. Sozialversicherung 20% spart er hier und spart er hier, die brauche ich gar nicht vergleichen. Aber hier einfach die Situation, ist Geld nicht abgeflossen, Steuervorteile obendrauf und der Mitarbeiter bekommt eine deutlich höhere Leistung. Und warum die deutlich höhere Leistung? Ganz einfach. Wir verzinsen das eingezahlte Kapital, wir machen tendenziell andere Rentenfaktoren, auch die Rentenfaktoren sprechen wir mit dem Unternehmer ab oder gehen mit dem Unternehmer durch. Und es sind Dinge, beides ist gestaltbar. Wir müssen auch nicht Rente. Rente ist eine Möglichkeit. Wir bauen immer ein, auch die Möglichkeit der Kapitalabfindung. Und die Kapitalabfindungsvariante wird durch den Arbeitgeber ausgelöst und ausgewählt. Also der Unternehmer sagt, ich zahle dir jetzt Kapital und finde dich ab. Oder ich zahle dir Rente. Rente zahlen Sie vielleicht dann, wenn Sie in einem 50-Mann-Unternehmen 25 Mal den Jahrgang 65 haben, dann werden Sie vielleicht in dem Jahr auf Kapitalabfindung verzichten und sagen, Leute, wir zahlen euch lieber ratierlich aus. Ihr 25, ihr werdet euch nicht viel anders verhalten als der Durchschnitt. Vielleicht werdet ihr 1, 2, 3 Jahre älter, vielleicht sterbt ihr 1, 2, 3 Jahre früher, aber im Prinzip werdet ihr ungefähr so alt werden wie der Durchschnitt.